Tja, ich habe hier einen ziemlich alten Game Gear liegen und ich wollte in dem Video mal zeigen, wie ich die Kondensatoren ausgetauscht habe. Außerdem, wie ihr an der rechten Seite seht, könnt ihr an eine beliebige Stelle des Videos springen und auch während des Videos könnt ihr mal ein Kapitel vor und ein Kapitel zurückspringen. Und ansonsten geht's jetzt schon los. Ja, also das ist nun das gute Stück und ich steck das mal an und dann wird man schnell hören, dass man eigentlich gar nichts hört. Ja, das Bild, das flackert, es ist dunkel und lässt sich auch kaum noch heller drehen. Selbst wenn ich den Lautsprecher direkt ans Mikrofon halte, kommt da nichts mehr. Also das macht, so wie er jetzt ist, erstmal keinen Sinn. Also man kann die eine Schraube mit der Zange etwas andrehen und dann mit der Pinzette ausdrehen. Das funktioniert schon, aber ich habe gedacht, ich mache das mal etwas anders. Ich habe dafür von der Rückseite des PCs so eine Blende genommen und die werde ich jetzt mal ein bisschen bearbeiten. Das Mittelstück habe ich mit der Zange schon rausgebrochen und ich biege mir das ein bisschen handgerechter. Ja, also nicht direkt schön, aber solange es funktioniert, ist das eigentlich ganz egal. Der Game Gear hat 4 Schrauben außen, ganz normale Kreuzschlitzschrauben, und in den Batteriefächern ist jeweils nochmal eine Schraube versteckt. Ja, dann lässt er sich eigentlich ganz leicht öffnen. So sieht er dann von innen aus. Wir haben hier oben rechts, das ist die Soundplatine, und auf der linken Seite, das ist die Netzteilplatine, und hier unten die Hauptplatine. Und hier sieht man schon die schwarzen Kondensatoren, die wir dann austauschen werden. Es müssen insgesamt 3 Stecker abgezogen werden. Und der kleinere Stecker, der zur Soundplatine geht, lässt sich erst nach dem Ausbau abziehen. Ja, erstmal muss dieses Verdeck abgeschraubt werden, dann kommt man gescheit an die Soundplatine mit 2 Schrauben befestigt
und zum Schluss lässt sich dann auch das Kabel trennen und dann kann es gleich mit dem Auslöten losgehen. Nun, das sind die neuen SMD-Kondensatoren und ich sag's gleich mal zum Anfang, es wäre gescheiter, man hätte wirklich eine Lötnadel, um so feine Arbeiten durchzuführen. Es geht auch ohne, aber angebrachter wäre es zumindest für die Soundplatine und diese kleinen SMD-Kondensatoren. Also wie man hier unten bei C5 erkennen kann, ist der Kondensator ausgelaufen. Und wie ich feststellen musste, ist das bei 80% der Kondensatoren im gesamten Game Gear so gewesen. Und das Schlimme daran ist, die ausgelaufenen Kondensatoren stinken wirklich wie Puma-Pisse, wenn man dann die Lötpunkte erhitzt. Also ich ertrage viel, aber dieser Gestank, der war wirklich abartig und bestimmt noch 2 Tage in der Nase. Zwischendurch habe ich versucht, die ausgelaufenen Stellen auf der Platine zu reinigen. Aber ich musste feststellen, dass die ausgelaufene Flüssigkeit sich richtig in die Platine eingebrannt hat. SMD-Kondensatoren zu verbauen, das ist die eine Sache, das bekommt man, denke ich, noch ganz gut hin. Allerdings der geringe Platz, der hier zur Verfügung steht, der erschwert das ungemein, also das ist schon eine recht frickliche Arbeit. Es ist eigentlich ganz gut zu erkennen, die schwarze Seite der Kondensatoren ist immer Minus und die helle Seite ist Plus und dementsprechend sollte man die auch dann richtig einlöten. Ja, so schaut sie dann aus und eigentlich noch nicht mal schlecht geworden. Ja, auch die Netzplatine ist mit 2 Schrauben befestigt und wenn die dann herausgedreht sind, entfernt man noch die schwarze Plaste, die dort zu erkennen ist. Die ist festgeklebt, kann man später auch einfach wieder einsetzen und dann kann man die ganz gut rausnehmen. Das sind die 3 Kondensatoren, die dann ausgetauscht werden müssen.
Und den letzten konnte ich besser entfernen, wo ich die Platine in der Hand hatte. Hier kommen jetzt die neuen Kondensatoren rein und auch hier wieder auf die Polung achten. Minus hat einen Streifen am Kondensator und demzufolge ist die andere Seite Plus. An der einen Stelle war es ein bisschen viel Lötzinn und da nehme ich jetzt die Entlötpumpe und mache das Zinn nochmal warm und das war's schon. Hier befestige ich jetzt den Game Gear mit Klebeband und der dritten Hand für den nächsten Arbeitsschritt. Also auch hier wieder das gleiche Trauerspiel, die Kondensatoren sind fast alle ausgelaufen, es stinkt wie Puma-Pisse und ist kaum auszuhalten. Die Kondensatoren selber lassen sich ganz gut hochbiegen und dann von unten auslöten.
Ja, das sind die neuen Kondensatoren, die ich jetzt einlöte. 12 Stück an der Zahl. Hier ist mir jetzt ein Tropfen Lötzinn recht ungünstig auf die Platine, wobei noch glücklich auf die Platine gefallen, auf die Schraube, und mit der Entlötpumpe entferne ich das Gröbste und den Rest, den sauge ich noch mit Entlötlitze auf. Hier muss man natürlich schauen nach der Länge, wie man es am besten einbaut, um möglichst Platz zu sparen, denn diese Kondensatoren sind größer als die originalen. Und ein bisschen zurechtgebogen die Enden verzinnt und dann eingelötet. So schaut sie dann aus, die erste Hälfte, und auf der anderen Seite sind dann nochmal 3 Stück.
Ja, wenn man das dann erledigt hat, hat man das Größte hinter sich und dann kommt nur noch der Zusammenbau. Ja, im Prinzip gibt es zum Zusammenbau nicht viel zu sagen. Soundplatine, Netzteilplatine und nicht vergessen den roten Aufsatz für den Powerschalter richtig aufsetzen. Spätestens nach dem Zusammenbau sieht man, ob man den Plasteschalter da richtig rum drauf gesetzt hat. Denn wenn er verkehrt rum ist, lässt sich der Schalter nicht mehr bewegen. Das heißt dann wiederum Kommando zurück, alles wieder aufgeschraubt. Man sollte vielleicht beim Zusammenklappen gucken, dass man die Kabel nicht unbedingt einklemmt. Man kann natürlich für die Spezialschraube eine andere einsetzen. Ich habe die allerdings nochmal verwendet. Ja, wie man hört, der Ton ist wieder wunderbar. Das Bild lässt sich heller drehen und es flackert nicht so wie vorher. Natürlich durch die Aufnahme mit der Kamera kommt das jetzt nicht ganz so rüber, aber für das Auge ist das auf jeden Fall ersichtlich. Ja, das war's dann auch schon. Da will man mal hoffen, dass das Video euch so einigermaßen gut gefallen hat. Und ich werde jetzt noch eine Runde daddeln.